Galliano Tiramani hat eine große Vision. So groß, dass er sich mit Elon Musk vergleicht. Nur statt E-Autos beschäftigt er sich mit Tiny Houses. In dieser Fabrik können wir alle 90 Minuten ein Haus bauen. Mit seinen faltbaren und komplett eingerichteten Mini-Fertighäusern will Galliano den Wohnungsmarkt revolutionieren. So wie Elon Musk es in der Autobranche getan hat. Ein großes Ziel. Doch was steckt dahinter? Wir fliegen nach Las Vegas. Die Metropole ist längst nicht mehr nur Hauptstadt des Glücksspiels. Sie ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der USA. Direkt außerhalb des weltberühmten Strip mit den riesigen Casinos sitzen Startups und Fabriken. Hier treffen wir den Gründer Galliano Tiramani. Ich bin Galliano. Schön, dass ihr da seid. Erst seit wenigen Monaten ist das hier der Hauptsitz seiner Firma. Die Fabrik ist so groß wie rund 3 Fußballfelder und erinnert ein wenig an die Tesla Gigafactories. Eine riesige Halle, in der Roboter ein komplett fertiges Produkt bauen. Hier eben Tiny Houses. Und die sollen in der Rekordzeit von nur 90 Minuten fertig, eingerichtet und versandbereit sein. Und so sehen die Tiny Houses am Ende aus. Das ist unser Produkt, mit dem wir Wohnen für alle erschwinglich machen. Das Tiny House kostet komplett ausgestattet $49.500. Umgerechnet rund 44.000 Euro. Und so sieht es innen aus. Das Haus ist 38 Quadratmeter klein, aber clever designt. Hohe Decken, viel Licht, viel Stauraum. Eine offene Loftwohnung, die größer wirkt, als sie wirklich ist. Und in den knapp $50.000 Kaufpreis ist die gesamte Einrichtung mit drin. Das ist das Sofa im Wohnzimmer. Man steht einfach auf, dreht den Fernseher um und schaut im Schlafzimmer weiter. Denn hier steht ein schönes Queen-Size-Bett. Küche, Waschmaschine, Bad, alles inklusive. Die Nachfrage ist riesig. In nur wenigen Monaten hat Galliano bereits 60.000 Anfragen von Interessenten bekommen. Selbst für ihn unerwartet. Wir sind erst richtig durchgestartet, als wir mit Social Media begonnen haben. Wir machten ein Video mit jemandem, der einen YouTube-Kanal zum Thema Wohnen hat. Da merkte ich, das funktioniert. Also habe ich auch auf anderen Plattformen wie Instagram und TikTok Videos gepostet. Dann wurde es richtig verrückt. Die Clips werden millionenfach geklickt. Angeblich hat sogar schon Gallianos Vorbild Elon Musk ein Haus gekauft. Besonders beliebt Videos, in denen sich das Haus entfaltet. Es wird nämlich zusammengefaltet geliefert und dann einfach ausgeklappt. Das Entscheidende an meiner Firma ist, dass wir alle Transportprobleme beim Hausbau lösen. Fast alle anderen Häuser werden vor Ort von Hand aus vielen Einzelteilen zusammengebaut. Das ist nicht effektiv. Wenn man sich andere moderne Produkte anschaut, wie Autos, Fernseher oder Sneaker, die werden am Fließband gefertigt. Deshalb sind sie günstig. Für Häuser ging das bisher nicht. Es wäre schlicht zu teuer, sie in einer Fabrik fertigzustellen und dann irgendwo hin zu transportieren. Daher ist unsere Grundidee, dass wir das fertige Haus zusammenfalten. Es sieht also nicht nur cool für Social Media aus, sondern ist auch noch praktisch. Die faltbaren Häuser werden auf einem Truck von der Fabrik zum Grundstück des Kunden gefahren. Dort brauchen sie rund 38 Quadratmeter Platz. Langsam verstehen wir, warum es so viele Vorbestellungen gibt. Vor allem im Südwesten der USA ist Wohnen ein riesiges Problem, denn es gibt kaum bezahlbaren Wohnraum. Die Situation dort ist ähnlich, wie wir sie auch aus deutschen Großstädten kennen. Gallianos Falthäuser sind seine Antwort darauf. Sie brauchen wenig Platz und sind günstig. Das Potenzial ist riesig. Wir können so vielen Menschen auf der ganzen Welt helfen, indem wir die Kosten für den Wohnungsbau reduzieren. Das motiviert mich jeden Tag und jede Minute, hart zu arbeiten. Gallianos großes Vorbild ist Elon Musk. Er sieht sich selbst auch als Visionär und Unternehmer. Mit der Baubranche hatte er anfangs nicht viel am Hut und ist mit seiner Familie auch schon mehrfach wegen verschiedener Jobs umgezogen.
Trotz der vielen Arbeit holt er seine Kinder in der Mittagspause selbst von der Schule ab. Schon als junger Mann suchte ich immer nach Wegen, Geld zu verdienen. Ich hatte nie wirklich einen normalen Job. Und wenn, hat es nie lange funktioniert. Ich leitete eine Zeit lang eine große Farm in Nordkalifornien. Da habe ich angefangen, nebenbei an den Tiny Houses zu arbeiten. Ich merkte schnell, was für eine tolle Möglichkeit das ist. Und dass ich meine Aufmerksamkeit darauf richten sollte. Und so zog er 2018 nach Las Vegas. In dieses Haus. Nicht gerade tiny. Hier wohnt er mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen. Als Galliano beschloss, seine Tiny-House-Firma zu gründen, musste die ganze Familie innerhalb von 2 Wochen umziehen, damit er seinen Traum verwirklichen kann. Bisher läuft alles gut. Seine Frau steht hinter ihm. Als wir uns kennengelernt haben, hatten wir nur ein sehr kleines Haus. Und auch das war kein Problem für mich. Aber er will eine große Familie. Und da wäre es natürlich super, wenn uns seine Firma ein Leben mit vielen Kindern ermöglicht. Galianos Familie baut, genau wie er, auf den Erfolg seiner Idee. Für das Familienkonto und um die Welt zu verändern. Doch wie realistisch ist die Idee? Zeit, das zu überprüfen. Zeit für Fakten. Zurück in die Fabrik. Hier will Galliano den Häusermarkt revolutionieren. Erst vor wenigen Monaten hat er die Fabrik eröffnet. Und wir schauen exklusiv rein. Wie entsteht das Tiny House, das die Welt verändern soll? Auf den ersten Blick ist die Halle überraschend leer. Auf einer Fläche so groß wie 3 Fußballfelder entstehen zwar schon die ersten Tiny Häuser, allerdings noch mit Angestellten und einer überschaubaren Zahl an Maschinen. Sieht noch nicht nach Revolution aus. Wir wollen hier so schnell wie möglich mit Robotern arbeiten. Doch bis jetzt haben wir nur herkömmliche automatische Maschinen für den Zuschnitt. Wir müssen noch die Abläufe testen, damit wir wissen, wie wir dann die Roboter einsetzen können. Spätestens dann will er Häuser im 90-Minuten-Takt herstellen. Doch aktuell dauert das noch länger. Seit der Eröffnung vor ein paar Monaten wurden hier gerade mal 20 Häuser fertiggestellt. Die meisten davon gingen an das US-Militär, das die Tiny-Häuser als Baracken nutzt. Wir richten uns noch ein. Momentan bauen wir Regale auf, damit nicht alles am Boden liegt. Es passiert gerade viel gleichzeitig und wir lernen viel dazu. Auch unsere Mitarbeiter sind noch alle neu. Jetzt kommen wir in den Bereich, wo die verschiedenen Bestandteile miteinander verbunden und zu fertigen Häusern zusammengebaut werden. Wir schauen uns die verschiedenen Stationen mal an. Nicht nur das Falten, sondern auch woraus die Tiny Houses bestehen, unterscheidet diese Häuser von allen anderen. Denn herkömmliche Techniken würden viel zu viel Zeit benötigen. Das ist das Herz unserer Produktionsstraße. Wir bauen unsere Häuser nicht aus Ziegel und Mörtel oder Holz und Nägeln. Wir benutzen ein System aus laminierten Panels. Damit können wir Wandteile in kurzer Zeit herstellen. Da drüben seht ihr, wie eine Klebemaschine über das Panel fährt. Aus den Düsen kommt Klebstoff und wir legen dann die verschiedenen Schichten der Panels aufeinander. Die Panels sind riesige viereckige Bauteile, die später wahlweise als Wand, Decke oder Boden eingesetzt werden können. Daraus besteht später das Haus. Hier werden sie in den verschiedenen Größen Schicht für Schicht produziert. Die Kunststoffschichten machen die Häuser brand- sowie wetterfest und billiger. Das zum Beispiel ist eine fertige Wand. Sie wird eine der Außenwände des Hauses. Als nächstes wird das Panel aufgerichtet und zu einem fertigen Haus zusammengesetzt. Fehlt nur noch die Innenausstattung. Wenige Meter entfernt werden Küche, Kabel und Rohre eingebaut. Direkt in der Fabrik. Das spart Geld und Arbeit für den späteren Hausbesitzer. Eine schlaue Idee. Die hatte aber nicht Galliano, sondern sein Vater. Der ist Ingenieur und kam auf das Falthaus. Papa ist der Mann für Innovationen. Galliano der Mann fürs Marketing. Und große Träume. Wir haben die Möglichkeit, eine der größten Firmen der Welt zu werden. Wenn wir das nicht schaffen, bewerte ich das als Reinfall und bin sehr enttäuscht.
Ich denke, dass dies hier ein Gamechanger für die weltweite Bauindustrie werden kann. Wenn wir Häuser schneller und günstiger bauen, als es bisher möglich war, will jeder dabei sein. Es ist ein riesiger Markt, ein Billionen-Dollar-Markt. Das Tiny House ist dabei nur der Anfang. Die beiden wollen ihre Häuser zukünftig nach einem Baukastenprinzip anbieten. Dann lassen sich einfach mehrere Falteinheiten zusammenstecken. Man kann so aus einzelnen Tiny Houses einen Apartmentkomplex mit hunderten Wohnungen bauen. Zusätzlich wären alle Einheiten schon fertig eingerichtet. Dieses Haus wird gleich gefaltet, daher steht alles auf dieser Seite. Das sind zum Beispiel Kühlschrank und Waschmaschine. Es wird jetzt gefaltet, verpackt und transportiert. Das hier ist die Faltlinie bis zu diesem Scharnier hier. Das alles klappt zusammen. Dann sind wir bei einer Breite von 2,5 Metern und können losfahren. In nur 15 Minuten kann Galliano's Crew das Haus zusammenklappen und versandfertig machen. Und schon ist ein weiteres Tiny House fertig. Mein größter Traum wird wahr. Wir haben es schon so weit geschafft. Das ging viel schneller, als ich jemals dachte. Vor einem Jahr hätte niemand geglaubt, dass wir in so einer großen Fabrik stehen. Jetzt haben wir das geschafft. Das ist sehr aufregend. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen. Aber was wir hier tun, ist so groß, so wichtig. Es kann einen riesigen Einfluss auf die ganze Welt haben. Große Worte vom Marketing-Profi. Genau wie bei seinem Vorbild Elon Musk. Ob alles wirklich so klappt, sehen wir in ein paar Jahren. Mal schauen, ob diese Häuser dann so bekannt sind wie Tesla-Autos